Moin, hi, ich kann euch leider nicht sehen, aber Moment, hier, da, ich sehe durch die Nasenspitze, sehe ich euch. Hallo, herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Let's Play, nämlich mit Blade Runner. Genauer gesagt Blade Runner 9732. Ob diese Zahl, wofür die steht, ob die das Spiel besser macht als das Original, das werden wir gleich sehen. Ich weiß überhaupt nichts. Ich nehme an, es ist eine Art Walking Simulator, so ein bisschen so ein typisches Raum-für-Raum-Abenteuer wie auch Batman. Und hier direkt vor mir schwebt eine Waffe. Ich nehme an, wenn ich sie nehme, wenn ich die jetzt grapsche, dann fängt das Ganze an. Deswegen viel Spaß euch. Ich hoffe, es ist gut. Ich bin sehr gespannt. Kopfhörer auf und die Waffe schön in die Hand nehmen. Oh, mir ist die Waffe runtergefallen. Also ich habe gelesen, dass das mit Musik von Vangelis ist. Ist das Vangelis? Ich habe mir die anders vorgestellt. Beziehungsweise anders in Erinnerung. Oh, es geht los. Oh mein Gott, ich hab geschossen. Alles klar, los geht's. Oh, diese geile Musik die ganze Zeit. What? Morning. Ganz schön, es lädt ganz schön lange. Aber warum nicht? Kann ich ein wenig Tai Chi machen. Ohne Wand. Hier sind Knöpfe. Ah, wie schön zu Hause zu sein. Was für ein geiler Fahrstuhl. Erinnert ein bisschen an so eine, wie nennen die, Gummizelle? Also als wäre das hier schön weich und man könnte sich nicht wehtun. Ich gehe mal raus hier, ne? Aber wahrscheinlich muss ich dafür, welchen Knopf haben Sie mir gesagt? So, wie kann ich mich hier bewegen? Wahrscheinlich so. Springen wir schön rum. Sehr interessantes Innendesign. Oh, das ist neu. Er läuft dahin. Okay, ist ein bisschen ungewöhnlich. Da wird einem fast ein bisschen schlecht, weil die Laufbewegung irgendwie noch nicht perfekt ist. Vor allem gibt es kein Headbobbing. So gibt es Headbobbing vielleicht. Okay, oh, hier ist... Was ist das denn? Was ist das? Ach, das soll meine Taschenlampe sein. Ist ja smart. Oh, das ist echt ein Traum, ne? So ein Fahrstuhl zu den eigenen vier Wänden. Der Fabian Käufer, das Schwein, hat das ja, ne? Hat mich noch nie eingeladen in seinen Fahrstuhl. Schweinerei. Nee, das ist sowas, sowas ist echt cool. Das kenne ich eigentlich nur aus dem Fernsehen. Kann ich das hier aufmachen? Geht das? Grab? Use? Nee. Genau. Alter! Okay, und das Gitter zeigt mir mal an, da kann ich nicht hingehen, ne? Korrekt. Oh, ist das krass. Wo gehen wir zuerst hin? Seltsam geschnitten. Ach, ist das erst der Hausflur? Ach, ist es noch gar nicht meine Wohnung? Ach so. Ja, denn Deckard hast du doch nicht so eine geile Wohnung wie Fabian, ne? Lame. Also irgendwie ist das doch echt ganz schön geil alles, oder? 2016. Aha. Da geht's wohl nicht weiter. Hm, das ist genau der Art von Tunnel, wo ich gerne mal hin würde. Ha! Das ist ja, geht ja echt. Das wäre jetzt der Moment für einen kleinen Erschrecker gewesen. Ah, danke schön. Okay, jetzt bin ich in meinem... Also, es ist kein Gruselspiel, oder? Gut. Boah, ist das krass. Oh, alter Schwede. Ganz schön dunkel die Hütte. Wo ist denn das Fenster? In welche Richtung? Ist es da hinten bei der Küche? Meine Güte, wisst ihr, woran mich das erinnert? In diese South Park-Folge, wo sie aus der Haut der Hoden Mäntel gemacht haben. Ah, der gute Deckard-Mantel.
Aha. Herausragende Handarbeit. Hm, ja, man kann das Tier noch riechen. Klock, klock, klock. Nee, okay, man kann nichts manipulieren oder zerstören. So viel gibt's hier also auch nicht zu machen. Aber das sieht schon sehr plastisch aus. Also es ist ein sehr schön eingerichteter, latent chaotischer Raum, der wirklich ein bisschen aussieht, wie man sich einen Raum in Blade Runner vorstellt. Es sind allein die Design-Elemente sind alle so strange. Ich meine, über die Decke und die Kacheln, da braucht man nicht reden, aber auch hier vorne die Stühle, alles sehr, sehr unique. Ziemlich abgefahren. Es ist ein bisschen wenig Orientierung, weil man schnell gegen Dinge läuft. Aber es ist richtig cool. Total verrückt. Oh, ich habe aber ein schönes Apartment. Ja, mein echtes ist 8 Quadratmeter groß. Das ist sehr viel schöner. Es wirkt mega real. Also im Film wirkt der Deckard eigentlich nicht so wie der Typ, der so einen auf IKEA-Einrichtungsgegenstände macht, aber hier so eine Vase hinstellen, richtig schön mit diesem spitzen Tischdeckchen. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der Deckard im Film so einer ist. Wow, Alter, da fliegt ein Raumschiff. Ist das geil. Ich will auf den Balkon, wo ist der denn? Trish Montgomery oder was? Ich kann, es ist leider nicht gut genug aufgelöst. Es ist auf Französisch. Guide de l'étudiant en art digital. Mhm. Also irgendwie ein Guide für digitale Kunst. Alter, was ist das? Das ist garantiert. So sieht eine Zunge von Krokodilen aus, ne? Wusstet ihr das? Aber das hat schon hier einen richtig coolen Flair. Möchte man eigentlich die ganze Zeit erstmal nur rumlaufen und sich alles angucken. Es ist sehr schwierig. Ich möchte wirklich eigentlich mich hier jetzt hinsetzen. Na gut. Ah, hier ist Alkohol. Kann ich den nehmen? Nein. Echt? Nein, kann ich nicht nehmen. Oh, oh mein Gott. Okay, ich brauche ein Glas. Danke, danke. Das war mein Prolog. Nun kommt mein Hauptwerk, geschrieben eben gerade auf der Toilette. Danke. Oh. Oh. Okay, man kann sie nehmen, man kann damit rumspielen, man kann, es gibt jetzt keine große Physik oder so. Ich glaube, es ist wirklich nur zum Umgucken, ne? Also sich alles angucken. Oh, shit, das wollte ich nicht. Aha, sehr viel Papier. Dabei erzählen doch alle immer vom papierlosen Büro, was es in Zukunft geben soll. Oh, hier, ah, Moment. Ach, scheiße, ist doch eine, ist das nicht mal Lene Dietrich? Nein. Weiß jemand aus der Regie, wer das ist? Weiß ich gerade nicht. Vielleicht die Mutter. Okay, was ist hier alles? Ah, ich baue etwas. Ich schätze mal eine Waffe. Und ich war, ja klar, mit Catherine Hepburn zusammen. Okay. Das hier, Catherine Hepburn. Nicht schlecht. Oh, ist das krass! Oh, Alter! Das war gerade eben, als ob mir jemand den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Oberkrass. Oh. Ist das geil. Irgendjemand war kürzlich hier, vielleicht war ich es auch selber. Da vorne raucht nämlich noch der Aschenbecher. Alter, was für ein geiler Tisch. Ich würde mich... Ah, nee, das... Alter, was für eine geile Couch. Ich bin wirklich sehr neidisch. Und es könnte gut sein, dass ich nach dieser Session hier versuche, diese Dinge irgendwo im Internet zu erstehen, falls es die gibt. Zum Beispiel diese Couch, die ist ja wirklich mega. Okay, hier, da qualmt eine einsame E-Zigarette vor sich hin.
ist das da hinten? Da liegt irgendwas rum, Dreck, Dreck. Hier fehlt eindeutig noch ein Hund. Hier fehlt noch irgendein Hund, ein Tier, ein Lebewesen. Oh, was ist das für ein Buch? Ist natürlich immer interessant, was die Protagonisten für Bücher lesen. The Bird. The Bird is the Word. Was ist das? Was macht man eigentlich in der Zukunft? Weil ein Fernseher hat der Typ ja jetzt nicht. Ne? Oh, warte, was ist das? Ist das ein Fernseher? Oder das sieht aus wie ein Fernseher. Was ist das? Da hat man mehrere so Mini-Fernseher. Ist das der Plan in der Zukunft? Was macht man denn mit dir? Kann ich dich anmachen? Das ist toll, diese Wölbung hier. Also, das hier, oder? Das ist irgendwie richtig cool. Sieht sehr plastisch aus, okay? Ach, das ist dieser Bild, dieses Bildanalysegerät. Ja, ist genau die Szene aus dem Film. Wo man dann auch um die Ecke enhancen kann. Das ist cool gemacht, dass es hier läuft. Meint ihr, dass das in Zukunft so sein wird, dass, ich meine, es kommt ja alles wieder, ne? Sachen, die veraltet sind, werden wieder total in. Das ist irgendwann wieder so eine, oder hatten wir das nicht sogar schon mal? Diese Geschichte mit dem Braunrasierer, wisst ihr, was ich meine? Dass dieses ganze Retro-Ding dann wiederkommt. Ist das ein Plattenspieler an der Wand? Ja, das kommt alles wieder. Die Leute merken dann in der Zukunft, ey, scheiße, Laserdisc war doch voll für den Arsch. Und DVD hat eh keiner ernst genommen. Lass uns mal wieder zurück zum Vinyl. Technics Quartz. Das darunter kann ich nicht lesen. Das ist eine SL7. Man hat hier sogar den Dreck, seht ihr das? Dass man sogar, das sieht geil aus vom Shader her. Könnt ihr das erkennen? Das ist da wirklich, das, als wäre da Fingerabdrücke drauf. Leider kein Knopf zum Drücken. Oh. Da ist gar keine Lampe drin. Da ist gar keine Lampe drin. Oh, geil. Schaut mal, das ist toll. Oh, das ist toll. Hier möchte ich einfach leben. Ach so, die Tür ist schon... Oh mein Gott. Ach, oh Gott, ich habe Höhenangst. Oh, Alter! Alter, ist das geil! Ist das geil! Ich bin geflasht. Alter! Ey, das ist die Tante aus dem Trailer! Das ist doch das berühmte Fancy-Bild, was da in dieser Opening-Scene auch irgendwie da gerade läuft. Ne? Mit dieser asiatischen Dame. Und jetzt kommen wir auf Vangelis. Also es ist eigentlich nicht so geil. Man sollte ja eigentlich nicht leben wollen. Oh, die Polizei ist unterwegs und sucht Ganoven. Wisst ihr, das ist der Moment, den ich erwartet hatte, als ich das Spiel gefunden habe. Ich dachte, wie geil ist das, wenn du in Deckards Apartment oben auf dem Balkon auf diese geile, dystopische Zukunftsstadt runterblickst. Mit diesen Neonleuchten, es regnet aus allen Kübeln. Vangelis läuft im Hintergrund. Das ist echt so ein Ding, da habe ich gedacht, als Virtual Reality noch neu war, dass ich sowas häufiger mache. Dass ich in meinem geilen Virtual Reality Raum abhänge, mit einem Glas Whisky auf irgendeiner tropischen virtuellen Insel oder sowas. Das hier wäre auch so ein Ort. Wo man mal so richtig schön entspannen könnte. Ich hatte ja diese Einführung mit der Vive gemacht, mit dem, wo man da am Meeresgrund auf dem gesunkenen Wrack sitzt und so. Das war auch sowas von genial, aber das hier ist ja nochmal total flashend, weil das echt original Blade Runner-Kulisse ist, ne? Boah, ist das spooky, ey. Es ist mega real. Du siehst Sachen fliegen und den Regen und alles. Ich bin versucht, mich hier runterzustürzen. Ist das krass. Es ist der Hammer, wie das aussieht. Okay, bin total drin. Aber wie geht der Unterschied zwischen Springen und Laufen? Das werde ich wohl nicht mehr verstehen. Warum läuft er manchmal?
Oh, das Badezimmer, guck mal. Was haben wir hier? Badezimmer sagt ja sehr viel aus über eine Person, was wir hier so finden, ob er sich zum Beispiel Zähne putzt oder nicht, ob er sich nach dem Toilettengang mit Toilettenpapier reinigt, weil wenn er keins hat, dann wahrscheinlich nicht. Das können wir alles überprüfen. Seht ihr Toilettenpapier? Ich sehe nicht mal eine Toilette. Das sagt doch auch was aus, oder? Was bleibt ihm anderes übrig? Also entweder benutzt er das oder das als Toilette dann. Und er meinte, da gibt es irgendwie für eine Zukunft, dass man da so retro geht und jetzt hier in so einen Eimer scheißt. Meint ihr, das ist der Scheißeimer? Ich meine, farblich passt das? Oh, das ist... Also so schlimm ist es doch gar nicht hier in dieser dystopischen Endzeit. Eine riesen Badewanne, kann man sich doch wirklich nicht... echt nicht beschweren. Aha. Sogar ein Telefon in der Dusche. Wow. Oh. Kann ich, oh, ich kann den sogar anmachen. Steige ich mal in die Wanne? Ah, ja. Ah. Das war nötig. Ja, auch schön einreiben. Und die wichtigen Teile nicht vergessen. Ich werde ein bisschen neidisch. Man muss ja super rich sein, um sowas sich einbauen zu lassen zu Hause. Ich hätte so gern überall zu Hause solche Paneele mit irgendwelchen geilen Reglern, wo ich sagen kann, ey, mach mal bitte einen Grad wärmer, mach mal da Licht an und so. Scheiß auf diese Smart Home Kacke. Das ist ja, das funktioniert auch eher alles nicht. Kannst mir nicht erzählen. Spätestens wenn ihr ein neues Handy holst, dann kannst du ja deine Smart Home Sachen dann nicht mehr mit steuern. Will was richtig Geiles, was hardwired ist, in die Wohnung, so wie das hier. Ja, was gebaut ist wie so ein Auto aus den 80ern, wo du alles noch selber mit jeglichen Gegenständen aus der Küche reparieren kannst oder sowas. Nicht mit hier, wie heißen die Mechatroniker und so, wo du irgendwie einen Rocket Scientist brauchst, um dein Auto zu reparieren oder dein Badezimmer. Überall, also er hat eine große Auswahl an Schnaps rumstehen. In jedem Raum muss mindestens eine Schnapsflasche öffentlich zugänglich sein, jederzeit bedienbar bleiben. Was ist, soll das hier, ist das einfach Kastenseife? Mann, ich würde das so gerne jetzt nehmen. Ein Kasten Seife. Eine kleine Seifenkiste. Okay, ich weiß natürlich nicht, was eigentlich meine Aufgabe ist, deswegen gehe ich hier einfach mal weiter, ne? Der gute Norton Commander, seht ihr das? Was haben wir da? Add-on, Plugins. Ein paar FAR-Files. License. USSR. Auf Laufwerk X. Hier genau das gleiche nochmal. Den habe ich früher auch benutzt, den Norton Commander. Das war ein ganz nettes Tool. Schau dir diesen Deckard an, ne? Bis hin zum Bett. Stets Arbeit. Immer am Arbeiten. Hier nochmal schnell ein paar Fälle lösen. Und dann aber ab ins Bett. Oh, ne, hier in der Küche war ich noch nicht. Alter, genau die richtige Größe, ne? Weil je größer eine Küche ist, umso mehr muss man sauber machen. Wie viel Polizei die haben in der Zukunft? Ah, oh, das gute Future Cyber Chili. Kann man da reingucken? Nein. Oh, was? Was riecht so gut? Und es hört sich richtig brodelnd toll an. Die werfen wir weg, die Mohrrübe. Niemand will Mohrrüben. Wie, hier kocht Essen gerade? Alter, was ist das für ein Hightech-Zeranfeld? Das ist ja mega! Hört ihr das? Das hört sich mega cool an. Ich würde es sehr gerne, nee. Dunstabzugshaube auf Stufe 12. Was heißt das? Ist das hier? Ach so, wenn man dicht dran geht, erkennt man, dass das Zahlen sind. Ich dachte gerade von weiter weg, das ist hier die Predator-Schrift. Wisst ihr, was ich meine? Nee. Lampe, Kaffeemaschine, Mixer. Fritteuse, eine kleinere Fritteuse, Kaffee, ein Toaster, aber die Zukunftsversion für nur einen Toast. Warum müssen alle, es gibt offensichtlich kein Besteck mehr in der Zukunft, alle sind Asiaten geworden. Eine Kuchenform, als ob du schon mal einen Pudding oder einen Kuchen gemacht hast. Pfannen, Pfannen werden offensichtlich nie aus der Mode. Investiert all euer Geld in Pfannen.
Aber was meint ihr? Ich meine, ich habe eben schon gesagt, ich finde, der Deckard ist so ein anderer Typ, der so nicht so wirklich mit Spitzentischdecke und sowas in meinem Kopf als Charakter vorkommt. Aber hier, ne? Wie so ein Proto-Hipster mit schön angeordnetem Essen, seine Karöttchen da schön geschnitten, alles schön, alles noch sauber, Kaffeemaschine symmetrisch neben dem Mixer, symmetrisch neben dem weißen Ding, neben dem anderen weißen Ding. Was ist das? Ach, guck mal, das ist ein Würstchen Aufheizgerät. Seht ihr das? Sowas habe ich mir auch schon immer gewünscht. In der Zukunft gibt's das endlich. Haben die meine Idee geklaut? Da tut man oben Würstchen rein hier, drückt auf den Knopf und man kann mehrere Würstchen erwärmen. Ähnlich wie bei so einem Magazin einer Waffe. Sind wie die Patronen, sind so Würstchen übereinander. Und jedes Mal, wenn eins fertig ist, dann springt das raus, bapp, kann man sich das grabben. Das ist das Würstchen-Wärmgerät. Er hat das schon. Bitte. Aha, now we're talking. Wo seid ihr, Bösewichte? Da, da, pam, 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 pam. Da ist mein Vermieter. Pam, 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 pam. Geil. Was, du willst deine Kaution zurück? Niemals. Das ist ganz geil. Ja, und das ist halt so, so verbringe ich meinen Tag, ne? Hänge ich hier rum, so, baller ein bisschen. Mach mal hier, so mache ich die Geräte mal an. Und dann später wieder aus, spiele ein bisschen Klavier, ist my life, ey. So ist das halt, so ist Blade Runner, so ist das Jahr. Hab's vergessen, 9734. Und ich glaube, oh, ich habe irgendwie gedacht, dass da die Kamera ist. Und ich bin begeistert, aber jetzt auch fertig. Puh. Ich glaube, ich mach mal ab, ne, das war's. Oh. Hi. Das ist immer witzig, wenn man rauskommt. Man braucht diese kurze eine Sekunde, um zu rematerialisieren. Wie als wenn man gerade wieder reingebeamt wurde. Puh, das war schon lustig, oder? Habt ihr das auch gesehen? Also es ist ja mega, mega detailliert. Als ich gelesen hatte, dass da mit Musik von Vangelis und alles, habe ich ein bisschen mehr erwartet. Ich dachte, da läuft der komplette Soundtrack und dass da noch ein bisschen mehr ist. Aber gut, das ist jetzt nur ein ganz kleines Ding. Das kostet nichts. Das heißt, Blade Runner und 4 Zahlen, wie wir herausgefunden haben, die Zimmernummer. Und ey, Leute, das kostet nichts. Wenn ihr so eine Brille habt, funktioniert aktuell leider nur mit Vive, nicht mit Oculus, dann probiert das gerne mal aus. Also ich kann es empfehlen. Ich fand's lustig. Cool. Oha. Okay. Es war mega cool, total verrückt, sehr realistisch. Ich finde, am Anfang hat man so Schwierigkeiten, sich zu orientieren, weil es auch dunkel ist an einigen Stellen. Aber ich würde es jederzeit wieder machen. Und ja, es war mein allererstes Mal jetzt, ja. Genau. Aber es ist echt cool. Danke auch. Ein bisschen. Es ist schade, wieder draußen zu sein. Ich kann verstehen, warum man sich darin verliert. Wir hatten ja mal drüber in der 15 diese Einführung, wo man erst in der Küche war, so einen Luftballon aufblasen musste, den schießen und dann auf dem Wrack war. Das war auch schon total genial. Aber das ist so krass, weil diese Wohnung halt auch, die ist so originalgetreu aus Blade Runner und dann gehst du auf den Balkon und guckst da runter. Das ist einfach zu geil. Echt, echt, richtig, richtig cool. Bisschen schwindelig, aber es geht. Also eher so angeregt. Angeregt? Ja. Nee, ist echt geil. Boah, Hammer. So, Fazit. Es ist ein tolles Erlebnis. Ich finde, Vive ist perfekt dafür. Man kann eben wirklich auch ein bisschen rumlaufen. Das automatisierte Rumlaufen, also dass man klickt und springt, das funktioniert ja. Aber man klickt und er läuft irgendwie oder smoothet sich so durch den Raum. Ah, glaub nicht, dass ich das durchsetzen wird. Das war für mich irgendwie, das hat ein ganz komisches Gefühl in der Magengrube gegeben. Das scheint nicht zu funktionieren, wenn man gleichzeitig stillsteht. Ansonsten, es ist halt toll. Es zeigt wieder mal die Möglichkeiten der Immersion von Virtual Reality. Nur das Spiel fehlt. Es fehlt noch irgendwas, was ich jetzt damit machen kann. Aber als Tech-Demo, Grafik-Demo oder auch einfach nur zum Posen, weil der Typ, der das designt hat, offensichtlich nichts Besseres zu tun hat, finde ich ziemlich geil. Hat mir sehr gefallen. Aber es ist halt, wie gesagt, kein richtiges Spiel. Kann man mal 10 Minuten machen, wenn man jemanden von den Vorteilen von Vive und Co. Überzeugen möchte. Bis dann.